Leute, ich habe ein Date. Jetzt. Ah. Mein Look ist casual, bequem, aber süß. Fragt euch jetzt natürlich, mit wem hast du das Date, Kyla? Was ist los? Das frage ich mich tatsächlich auch. Hallo, ich habe dir was mitgebracht. Was hast du? Ja doch, das ist für dich. Kannst es wahrscheinlich kaum glauben, aber das habe ich dir gekauft. Sieht süß aus. Passt zu deinem Oberteil. Und zu deinen Augen, die sind grün, oder? Nein. Wow. Cool, dass du mich direkt zum ersten Date zu dir nach Hause eingeladen hast. Kannst du es da hinstellen? Da ist irgendwie ein freier Spot. Ah, und da ist auch noch ein bisschen Erde. Dann hier einfach verdecken? Ja. Praktisch so, ja. Okay. Ja. Hi, ich bin Ben. Ah! FBI, open up! Ah! Ja! Ich meine. Hallo. Hi. Freut mich. Interessante Situation. Ich mag's. Und wenn das alles nichts wird zwischen uns, dann haben wir immer noch gutes Essen. Ja. Und wenn das nichts wird zwischen uns, kannst du mir auch die Hälfte PayPal. Okay. Habe ich keine Stäbchen? Ach, alles gut. Ich habe das so vorbereitet, falls du... Ah! Guck mich nicht an mit dem Fuckboy-Blick! Das ist kein Fuckboy-Blick. So guckst du einfach? Ja. War das schon angeboren oder erst seit du mit TikTok angefangen hast? Das ist angeboren tatsächlich, ja. Ich kam als Riz-Master zur Welt. Im letzten Video war der einzige Riz, der rausgekommen ist, ja aus deiner Hose, als du dir eingeschissen hast. Bist du nervös? Ja, ganz ehrlich, ja. Also. Und jetzt wollte ich mal gucken, wie das in einem bisschen angenehmeren Ambiente ist, ganz abfern von deiner Online-Präsenz. Fütterst du mich jetzt das ganze Video über? Was stopfst du mir denn nicht so im Mund? Stopfst du generell Mädchen gerne Dinge eher im Mund, als sie behutsam reinzubestimmen? Find's raus. Nein! Ich meine, das ist. Also mit dem Sushi. Hallo! Ich bin verhaftet. Please? Ich habe mir einen Icebreaker überlegt. Ich bin gespannt. Für dieses Date. Muss ordentlicher sein jetzt. Ja, wir küssen uns. Ah. Ja. So, als einfach, um das raus aus dem Weg zu kriegen. Komm. Okay, let's go. Nope. Würdest du mich jetzt wirklich küssen? Wolltest du nichts? Ich dachte, nee, dass du hätte, früher ich zurückziehst. Hätte so, ich hätte noch so einen Schritt weiter und dann zurückgezogen. Nee, ich hätte schon noch. Warum gehe ich viel mehr rein als du? Ja, weil du mehr introvert bist wahrscheinlich. Wollen wir es machen mit einem Luftkuss? Hast du mal einen Geruch? Das riechst du von hier? Ja, muss wohl ziemlich doll sein. Wie hast du dir das im Idealszenario vorgestellt? Dass wir uns so direkt küssen oder dass es irgendwie eine lustige Situation wird? Wenn es eins von den beiden ist, kann ich dir sagen, es hat beides nicht funktioniert. Nicht auch immer direkt mit der Tür ins Haus fallen, vielleicht. Ja, dann was ist denn dein Icebreaker? Weil ich find's gerade ziemlich awkward. Ja. Ich muss sagen. Mhm. Das ist mega. Das ist meistens die beste Idee. Voll gut. Wir können ein bisschen kicken. Oder so, wenn du willst. Fußball? Mhm. Bist du ein Fußballspieler? Mhm. Und du hast eine Verletzung und konntest deswegen kein Profi werden? Normal. Woher wusstest du das? Ja, also ich stehe nicht so auf Fußballer. Interessiert dich das nicht so? Und ich finde. Du stehst generell nicht auf Fußballer. Ich stehe nicht auf Fußballer. Ich stehe auch nicht auf Influencer. Ich auch nicht. Ich stehe eher so auf Blonde. Habe ich gefragt? Nee, ich habe gedacht, wir checken jetzt unsere Types ab und nähern uns dann irgendwie an. Okay, komm. Bastard, große Muskeln. Hat viel zu bestimmten Dingen zu sagen und weiß viel. Was kannst du mir über Raupen erzählen? Das ist nicht so mein Fachgebiet. Was ist denn dein Fachgebiet? Fußball. Hilfe! Also worüber kann ich mich denn richtig gut mit dir unterhalten? Was kannst du mir beibringen? Aussetzen, Ball zu jonglieren, oder? Man jongliert doch nicht beim Fußball. Das ist im Zirkus, du kannst mich nicht verarschen. Was sind denn deine Hobbys so? TikToker roasten? Ah. Verstanden. Ja, gut. Feuer? Ja. TikToker? Ja gut. Verbrennen?
ja. Das Wichtigste ist, worauf ich auch alles setze, das mache ich bei jedem Date, was ich habe. Wir machen erstmal einen Online-Namenstest, einen Namensliebetest. Ich habe gehört, die sind sehr wirksam. Sehr, sehr vertraut. Soll immer 100% stimmen. Auf jeden Fall, so sind meine Eltern geschieden worden. Ah, krass. Die haben das dann irgendwann einfach eingegeben und dann war nicht so hoch und dann... Ja, nee, es war von Anfang an nicht hoch. Mhm. Meine Mutter hat aber gesagt, ach, das ist doch nur ein dummer Test im Internet. Da vertraue ich doch überhaupt nicht drauf. Dann hat sich rausgestellt, dass er nur ein Dumm war. Und deswegen sage ich seitdem immer, hör auf die Online-Tests. Mhm. Sorry. Dann hoffe ich mal, dass der Test eine ganz eindeutige Antwort liefert. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube tatsächlich, wir sind gar nicht mal so schlimm. Kyla und Benedikt. Schön den ganzen Namen, ne? Mhm. So ist nicht. Teste die... Zusammen, weg. Nein, hast du gerade meine Brust gestellt? Ja, du hast mich dagegen gehauen. Es tut mir leid. Größten Respekt vor deinen Brüsten. Dann behalt deine Hände und einfach mal da drüben. Nein. Nicht so weit. Also. Was machst du? Halt sie auf den... Beide so. Okay. Darf ich trotzdem hier rüber? Nein, das ist zu nah. Es ist ja gerade ein Unfall passiert, der mir äußerst unangenehm ist. Ich glaube, wir haben jetzt keine Grenze festgelegt, das haben wir vergessen, ne? Aber ich glaube, so 90% wäre schon im Bereich des Möglichen, oder? Für was? Einen weiteren Verlauf dieses Dates und eventuell ein zweites. Aber das können wir ja im weiteren Verlauf noch checken. Wir haben 90%. Merkt man das? Ich finde nicht. Das hat ja immer recht. Der Test hat immer recht. Deswegen geben wir uns jetzt nochmal eine Chance. Wirken wir nach 90%? Was ich ist, kann ja noch werden. Optimist, ey. Das ist übrigens eine Quality für mich. Ich bin sehr optimistisch. Was wollte ich jetzt mit der Hand? Soll ich dir wieder meine Brust reinlegen? Ich will irgendwie weiter wegrücken. Ey, aber dann haben wir ja richtig Potenzial. Laut einem bändigen Online-Test überhaupt nichts aussagt. Wir spulen das nochmal zurück. Was hast du denn eben dazu gesagt? Deswegen sage ich seitdem immer, hör auf die Online-Tests. Mhm. Okay. Also laut des Tests sind wir sehr kompatibel. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, warum streichst du mich gerade mit deinem Fuß? Ich habe keinen Platz. Es ist ein kleiner Tisch. Willst du doch nicht weiter wegrücken? Doch, das mache ich ja gerade. Ja, können wir das auch machen. Eigentlich bin ich nicht nervös. Ich bin kein nervöser Mensch. Komm. Ich auch nicht. Warte, ich muss mal ganz kurz mich resetten. Also es ist ja unser erstes Date und ja. Ich will ja, dass es so gut wie möglich läuft. Mhm. Warte mal, guck mal da. Was war das schlimmste Date deines Lebens? Was in der Vergangenheit war? Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Ich habe noch nicht so viele Dates, muss ich sagen. Ach krass, merkt man gar nicht. Danke, dass du es sagst. Bitte. Ja. Wie viele viele Dates hattest du denn? Ich war noch nie so die große Daterin, muss ich sagen. Mhm, ich auch nicht. Ich glaube... Warum nicht? Also ich bin nie auf der Suche nach etwas, sondern bin immer einfach, wenn ich irgendwie kennenlerne, den ich richtig mag, dann läuft es halt meistens irgendwo hin, aber ich suche nie aktiv nach Dates, mit denen ich mich dann einfach so getroffen habe und es war... Nicht so ein richtig romantisches Date. Doch, schon. Ich bin eine große Romantikerin, muss ich sagen. Ich mag das auch, dass du hier die Kerze aufgebaut hast. Das ist wirklich sehr romantisch. Yay! Weißt du, was, glaube ich, das allergrößte Problem ist, was du hast mit Dates? Oh, ja, sag's mir, ich brauche Tipps. Also, dass du es einfach so filmst. Also, ich finde das mega weird, dass die Kamera die ganze Zeit läuft. Oder machen das YouTuber so? So YouTuber filmen ausnahmslos jedes Date, was sie haben. Und dann entscheiden sie, wenn das Date lustig oder cringe genug war, dann laden sie es hoch. Mal gucken, in welche Kategorie das wird. Aber prinzipiell filme ich jedes Date von mir. Mhm. Finde ich voll attraktiv. Cool, ne? Mega. Ja. Wollen wir gleich noch ein TikTok für dich drehen? Das können wir noch für mich machen, ja. Eine Sache, die niemand über dich weiß. Ich bin so ein richtiger Dorfjunge. Ich komme aus einer sehr kleinen Stadt und bin da so aufgewachsen und so und bin dann nach Berlin gekommen und bin hier eigentlich relativ lost. Also, wir wussten spätestens, als du Freunden laut geröpst hast beim Essen. Mhm. Da war für mich der Moment. Da kommst du auch immer wieder raus. Ich muss mich hier mit der hohen Berliner, ne? Crack-Gesellschaft abgeben. Im Dorf wäre ich dafür bejubelt worden, weißt du? Im Dorf wirst du von Frauen bejubelt, wenn du laut beim Essen röpst. Machen die dann mit oder machen die yeah! Was von beiden? Ich habe entweder oder gesagt. Da sagst du beides. Okay. Und was nehmen wir daraus mit? Dass mir sowas mal rausrutschen kann. Und dass wir uns da, glaube ich, angleichen müssen. Vielleicht wirst du so ein bisschen bestialischer.
Kannst du auch mal richtig einen rausdrücken. Genau. So. So nähern wir uns an. So nämlich. Wie würdest du so Halbzeit, sagen wir jetzt, von unserem Date abgefilmt Halbzeit, wie würdest du so den jetzigen Stand unseres Dates wahrnehmen oder beschreiben? Wenn jetzt ein Interviewer kommen will, ne? Was ist jetzt der Halbzeitstand? Wie schätzen Sie die Situation ein? Hat sich's verbessert seit den ersten 10 Minuten? Ich fühle mich tendenziell immer unwohler. Damit zurück zu Michi Beckmann ins Studio. Wie groß ist dein Ego? Ich sag's mal so. Für dich würde ich mein Ego gerne mal zurückstellen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dieser Antwort anfangen soll. Naja, ich bin selbstlos dir gegenüber. Ich würde mich aufopfern. Wow! Lovebombing, Red Flag, Ladies. Wenn er das tut, rennt. Okay, da habe ich mir noch überlegt, als nächste Passage vom Video spielen wir Wahrheit oder Pflicht. Auf Lokopoko angelehnt. Benedikt, Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. King. Na klar. Der mutige Chef. Ruf deinen Crush an und sag ihm oder ihr komplett ernst, also auf Todes ernst, in was du gerade eher investieren sollst. Mhm. In Bitcoin oder in Elon Musk. Was? Egal, was sie sagt, egal was, sag einfach, ach, weißt du was, egal, ich frag einfach die Jungs. Und dann legst du auf. Ja, ist schon scheiße. Aber du musst so richtig überzeugt, schon, weißt du, so richtig so, so als würdest du es unfassbar ernst meinen gerade. Guck nicht so. Wie guck ich denn? Ja, wie als würdest du wissen wollen, wer mein Crush ist. Servus, hallo. Soll das gar nicht so weird klingen oder so. Ich habe eine kurze Frage, ich habe mir da schon länger Gedanken drüber gemacht und ich muss jetzt einfach mir so eine Meinung einholen. Ich habe gedacht, du kennst dich damit ja aus und bist da drin so ganz versiert, ne? Was wäre gerade so dein Deal? So, würdest du lieber in Bitcoin oder in Elon Musk investieren? Das würde mich mal interessieren von dir. What the fuck? Also erstmal eine ganz komische Frage. Ja, sorry for Ren, aber es ist einfach so, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich sag ehrlich, gerade würde ich eher in Bitcoin investieren, weil Elon Musk, keine Ahnung, was du damit meinst, aber Elon Musk ist gerade ein bisschen am Downfallen. Ich bin mir nicht sicher, dass es noch lange hält mit dem. Also ich kenne mich da auch selber ein bisschen aus. Oh ja. Ich habe mich viel damit beschäftigt, deswegen kann ich dir eigentlich ganz gute Tipps dazu geben. Also wenn du auch wissen willst, in was genau, in welche Krypto und so. Ja. Ah ja. Okay, ja, ich kann dir echt helfen. Danke. Aber alles gut. Ist egal. Ich frage einfach nochmal die Jungs. Danke. Aber weil ich hab dir doch gerade. Wer war das? Das war ein Kumpel. Wie lief dein Call? Gut. Wie hat sie reagiert? Gut, super. Also war natürlich lustig. Ich glaube, meine Mom kommt gerade nach Hause. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo Mama. Ich hab Besuch. Das freut mich. Das ist. Hallo. Das ist Benedikt. Hi, ich bin Benedikt. Hallo Benedikt. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Ja, ebenfalls. Hallo. Hallo. Na, wie geht's Ihnen? Verarschen kann ich mich selber. Es ist jetzt natürlich schön ein bisschen. Schön haben Sie es hier. Ist ein bisschen früh jetzt beim ersten Date, dass du meine Mom direkt kennenlernst. Habe ich jetzt eigentlich wieder so? Ja, ich hoffe es doch. Oder was sagst du? Nein, ich weiß es nicht. Aber es ist ein vielleicht. Das würde mich freuen, Benedikt. Ah, das freut warum mich sehr. Warum würdest du dich freuen? Das ist schon ein Kuller. Schwarz angezogen, Partnerlook, ja? Passt schon. Wir passen mal gut also, hier rein. Ich passe gut rein in die Familie. Ja, denke ich auch. Nächste mal ein bisschen Polnisch lernen und dann klappt das. Ja, dann klappt das. Super. Was ist hier los? Wollen Sie ein bisschen Sushi? Nein, danke schön. Jetzt nicht, aber gleich später. Alles klar. Tschüss. Schönen Abend. Ach, wie nett. Ja, Mama, kannst du bitte raus jetzt gehen kurz? Ja, bitte in die Küche. Ja, danke schön. Das ist mein ja, Schatz. Da, wo du hingehörst. Von mir aus könnt ihr auch bleiben und mit uns essen. Ich glaube, das war's für mich. Sehen wir uns dann nochmal wieder. Vielleicht. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht ohne Video. Sondern mit einem Livestream auf TikTok. Mhm. Okay, dann danke, dass du hier warst. Tschüss. Okay, begleitest du mich noch zur Tür, oder? Nein, ungern. Ich find's bestimmt. Du findest die Tür, die Wohnung ist klein. Ja, okay, tschüss. Ja. Tschüss. Ciao, Leute. Tschüss. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns bei Date 2. Ja.
Also ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr gerne ein Date mit Benedikt hättet. Er hat heute Abend Zeit. Ich habe übrigens Herzenohrringe angezogen extra. Hast du die mal früher gesehen? Ah, ist okay. Tschüss. Danke für alles. Wir sehen uns dann beim Fußballtraining. Ciao, ciao. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Lasst ein Like da für mehr Dates mit anderen Menschen.